So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy 10.2 in der HD Remastered Version. Ich habe mich spontan mal umentschieden. Eigentlich müsste ich jetzt noch Komponenten sammeln, um dann den Testapparat in Diöse da auf Level 5 in allen Extras zu kriegen, um dann den nochmal zu reparieren und zu besiegen, um dort die Episode auch abzuschließen. Werde ich nicht machen. Ne? Ist nicht zwingend notwendig. Ich mache ja eh nicht die 100%. Deswegen, wie gesagt, werde ich jetzt erstmal nicht machen. Aber nur für die, die halt ein 100% in diesem Spiel anstreben, ihr müsstet eigentlich die Testapparatur einmal unter Level 5 besiegen und dann mit den Extras über Level 5 nochmal besiegen, indem ihr die Testapparatur halt repariert, um dann halt auch die 100% dann mit, das braucht ihr für die 100%, aber nicht wir. Deswegen, beziehungsweise, ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf, das würde wieder Stunden und Tage dauern. Deswegen steht hier auch noch die Verbindung, ne? Weil eigentlich müsste ich jetzt den reparieren und auf Level 5 hoch pushen, um dass der dann sagt, hey, Episode abgeschlossen, ne? Da gehen wir lieber ins Illuminum. Jonas Konzert war ein voller Erfolg und Tobli plant bereits die nächste Show. Ob die auch ein voller Erfolg wird? Mal gucken. Gehen wir mal zu Tobli. Unipalooza was a super smasherific success! But we mustn't let success go to our heads. No, no, no! We must succeed again once more! Well, do relax and enjoy it. The show, I mean. Soll ich machen? Ja, komm, wir machen mit. What? Good luck! Oh, I nearly forgot. I'd like to ask your help again one of these days. I'd most politely like to formally request your later participation in advance. Woo-hoo. Episode abgeschlossen. Also, wie gesagt, das war die Episode für Illuminum. Ne, beziehungsweise für Tobli. So, als nächstes, nach einer kleinen Speicherei, ne, werden wir nach Guado Salam reisen. Ja.
Denn in Guado Salam, die Rückkehrer. Von Guado Salam her hört man wundersame Melodien. Wer diese Klänge wohl verursacht? Ja. Und wir sehen, die Guados sind da. Could be no sweeter melody. It is as if this music delivered the Guado from our unhappy fate. Reviled by all of Spira, most of my people decided to forsake Guado Salam. Those of us who remained until the very end eventually tired of our miserable fortune and fled to Makalania. We went to wither away together with the woods. That is when we met our musical friends. They too were prepared to fade away with their beloved Makalania woods. Yet hearing them perform, I felt a quickening in my blood. I was quite moved. I could not stand by and let such exquisite music be extinct. After consulting with the other Guado, I decided to bring them home to Guado Salam. Not a single Guado objected. It's been many years since I've seen such solidarity among my people. Surely this music was the salve that healed our weary hearts. I am quite aware of Lorenzo's hatred for the Guado. If they were to attack tomorrow, I would neither run nor hide. If they asked to talk, I would talk. Were they to take my life, I would give it willingly. Not the Lorenzo. They don't want bloodshed. Right, because they're elders on top of things. That is auspicious news. The Guado, too, must choose a new leader. What about you? Preposterous. I will never be remembered for anything but my service under Lord Giscoll and Lord Seymour. Ah, quit your bellyaching! You'd make a fine leader! You guided us to salvation without any concern. For your own safety. You show resolve worthy of a leader. But my strength came from your music. You're wrong. The music only helped you unlock your own inner strength. You really think so? Then I will work these old bones as best I can. For my beloved Guado. If you're ever feeling weary, we'll play a song to make you cheery. Episode abgeschlossen. Ja, die Guados sind zurück nach Guado Salam und haben auch anscheinend einen neuen Anführer. Und zwar Toffel. Oder Tavel, ne? Twamel. Ich sag immer irgendwie einen falschen Namen bei ihm. Keine Ahnung warum. So, aber wir reisen nochmal zurück nach Guado Salam. Denn meines Wissens nach müsste ich dort noch etwas bekommen. Twamel
verwaltet jetzt die Stadt als Anführer der Guardo. Hoffentlich überarbeitet er sich nicht und denkt an sein Alter. Ja. Genau, und wir finden ihn, glaube ich, jetzt nämlich hier, genau. Oh, Lady Yuna, I'm glad you're here. Please, please feel free to take anything you need. What is this place? This was to be the final resting place for the memories of the Guardo. Before leaving, we carefully stored away those things we had passed down for generations. I'm told that some of us stole back here for a nostalgic glance at lost times. Even the most unassuming of memories can console a wounded spirit. In that case, I shouldn't take anything. On the contrary, my lady's path leads to a bright tomorrow. The Guardo would be honored if you used their past to shape Spira's future. Okay, wir gehen mal rein. Und... Are you the Lady Yuna? Yes? I knew it. Leon and Aid told me about you. Really? Your friends? Yeah. I heard the Ronso hate us, but Leon and Aid were really friendly. Oh, this is for you. Aid gave it to me. Kampfeswille, Kostümplatte. For me? Yeah, they gave me tons more like it. Leon told me the story of Lady Yuna and the Ronso Elder. Now that I've met you, I think I want to go meet the Elder too. Besides, Leon and Aid promised me that we could climb the mountain together. So, hier haben wir nämlich Baralais Spheroid, ein wichtiges Item. Hier haben wir noch das Accessoire Gewaltenband. Und ich glaube, sonst war hier soweit erstmal nichts. Und wegen den Spheroid bin ich ja eigentlich hier. Nee, unten. Nach unten. Hier. Denn den wollte ich mir noch schnell holen. Natürlich auch die Kostümplatte, aber. Ne? Erstmal den Spur anschauen. Und zwar Geheimnis des Ordens. Und einmal anschauen. The Crimson Squad is no more. Maester Keenock betrayed us. And my friends, they turned on me as well. I have no place else to go. Then why do you come to me? I too am a Maester of Yevon. I don't suppose Maester Keenock and a certain other Maester might be vying for power behind the scenes. So an enemy of an enemy is a friend. I will not fail you. Very well. I will take you under my wing. Consider any record of your association with the Crimson Squad erased. You have my thanks. I will go into hiding until the time is right. Is this wise, your grace? Who knows what he might be planning? I can use him. Like the High Summoner's daughter. I don't recall asking your opinion. The ship of carrying Lady Yuna has crossed the Moonflow. Now then, shall we begin preparations to welcome my lord's future wife? Very well. Alles klar. Also an sich hat Seymour dann Baranai Obhut zugesagt. In der Hinsicht, dass Baralai
ausgenutzt werden sollte. Und dann kam halt die Nachricht, ja, Yuna ist übers Illuminum hinüber, kommt bald nach Guadalajara. Alles klar. Dann wollen wir mal... erstmal hier schnell mal... Ne, vier Gewalten waren das nicht. Ist auch geil, schwarzes Wappen. Kampf. Warte mal, Kampfeswille. Ich glaube, Kampf. War das Kampfeswille? Doppel-HP, Doppel-MP. Ich glaube, Kampfeswille war das, was wir gerade bekommen hatten. Ich habe gerade nicht so ganz aufgepasst. Ne, die vier Gewalten, die kenne ich ja schon. Mit dem Sog. Sind aber auch sehr viele, muss ich sagen. Ne? Wenn man so mal überlegt, was wir hier eigentlich alles schon haben, so. Ich weiß gar nicht, bei welchen. Welche haben eigentlich unsere Leute hier an? Kämpferstolz. Ach ja, stimmt. Mit den Schwerttechs und den plus 15. Dings und so. Stimmt. Sie hat das Wiederbeleben Punkt wegen Engel. Sie hat auch die Schwertechs, genau. Ist auch geil. Vor allen Dingen dunkler Ritter. Giftschutz, Steinschutz. Wobei Pain könnte eigentlich, ne, wenn man so mal guckt, ne, bei Yuna ist Itemschütze gerade das, was sie halt trainiert. Bei Rico fehlen uns auch hier nur noch drei Sachen. Ne? Dann ist die fertig. Hier hat Pain hat jetzt sozusagen Krieger und Dings fertig. Da könnt sie doch eigentlich auch Samurai anfangen. Samurai wäre, glaube ich, auch noch was ganz auf Dings passen würde. Warte mal. Kämpferstolz, so. Also eigentlich den normalen Krieger brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Den normalen Krieger. Weil das, was der normale Krieger kann, kann dunkler Ritter und Samurai und so bestimmt auch. Oder den übersinnlichen. Übersinnlicher ist aber auch ganz hilfreich. Ich weiß nicht. Ja, komm, wir nehmen den übersinnlichen raus. So. Und dann rüsten wir Pain, weil Pain ja gerade fertig ist mit dem schwarzen Ritter. Einfach mal den... Eieiei. Guckt euch mal die Unterschiede an, ey. Uieieiei. Die wird aber ordentlich schwächer. Naja. Ich kann ja immer noch umtauschen dann wieder. So ist das ja nicht. Was haben wir eigentlich hier noch alles? Okay. Absolviere, setzt ihren HP um. Das ist natürlich geil, ne? So ein Gewaltensog. Einfach mal alles in HP, alle Dings in HP umzusetzen. Gravitas. Das ist halt Hitzering und Hastring, aber. Nee, lassen wir mal.
lassen wir mal so und trainieren halt hin und wieder ein bisschen den Samurai. Ansonsten muss ich halt den dunklen Ritter weiter anhauen. Ne? So, aber ich würde sagen, wir sind jetzt eh am Ende der Folge angekommen. Deswegen war's das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es dann weitergeht hier bei Final Fantasy X-2 in der HD Remastered Version.